Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute für dieses erste Webinar und für unsere Zusammenkunft zum gemeinsamen Strömen Sicherheitsenergie Schloss 1 überlegt. Und zwar halten wir die rechte 1 zusammen mit dem linken Sicherheitsenergie Schloss 19 am Ellenbogen. Ihr könnt einfach, also für die, die heute vielleicht das erste Mal dabei sind, einfach an der Daumenseite entlang runtergehen, bis ihr hier nicht mehr weiterkommt. Genau da findet ihr Sicherheitsenergieschloss 19. Und wir schauen erstmal, ob jeder sich so bequem hinsetzen kann. Oder ob ihr euch legen möchtet, das wäre auch möglich. Wenn ihr euch legt, dann legt euch am besten auf die Seite. Und wir gehen erstmal in das Hineinspüren, spüren in unsere Schultern, lassen unsere Schultern fallen, spüren, wo wir Anspannung haben, glätten unser ganzes Gesicht von innen, machen also alle Falten glatt, entspannen die Stirn, machen den Kiefer locker und lassen die Schultern fallen, so dass wir das Fallen der Schultern wirklich werden. Wir halten Sicherheitsenergieschluss 19 zusammen mit Energieschloss Nummer 1. Das öffnet unsere ganze Taillenebene. Das heißt, alles, was oben staut und nach unten muss, egal welchen Namen es bekommen hat, Kopfweh, Nackenbeschwerden, Schulterschmerzen, Atembeschwerden, alle Projekte mit dem Verstehen und Verdauen, bringt die Energie von oben nach unten. Unser Freund, Sicherheitsenergieschloss Nummer 19, kam ins Universum mit der Bedeutung, Autorität und Führerschaft, vollkommenes Gleichgewicht. Und Energieschloss Nummer 1 an der Knieinnenseite kam ins Universum mit der Bedeutung Urbeweger, die extreme Höhe mit der extremen Tiefe verbinden. Später erzähle ich noch ein bisschen mehr und wir gehen jetzt einfach gemeinsam in den Atem. Der Atem ist immer der letztendliche Heiler. Und wer möchte, kann seine Augen schließen. Ich werde meine Augen schließen. Und wir spüren einfach zusammen in die Energiezentren, in unseren ganzen Körper. Und neige leicht den Kopf, dass er nicht so schwer auf der Wirbelsäule aufliegt. Sei das Lächeln und atme aus. Vom Kopf übers Gesicht, den ganzen Brustkorb, den Bauch, das Becken, die Beine hinunter bis in die großen Fußzehen und lass den Ausatem durch die großen Fußzehen hinausfließen, ohne Anstrengung. Gebe dem Ausatem alles mit, was du jetzt nicht brauchst. Alles das, was heute war, heute früh, gestern,
vor 30 Jahren. Und alles, was morgen sein wird, oder übermorgen, oder in 30 Jahren. Der Atem bringt uns immer ins Hier und Jetzt. Je mehr wir ausatmen, je mehr wir gehen lassen, desto mehr Raum entsteht in uns. Raum, der dann gefüllt werden kann mit dem Einatmen. Wir empfangen den kosmischen Lebensatem. Über die großen Fußzehen, die Waden, die Oberschenkel, das Becken, den ganzen Rücken hoch, die Schultern, den ganzen Nackenbereich bis zum Hinterkopf. Und kaum eingeatmet, müssen wir schon wieder loslassen. Loslassen, ausatmen. Raum schaffen. Damit der Einatem uns inspirieren kann, beschenken kann, reinigen kann, regenerieren kann. Der Atem ist wie der Anker eines Bootes. Der Atem verankert uns in uns selber. Bringt uns in die Mitte. Wir sind immer der Beobachter des Atems. Wenn ich mich beobachte und merke, ich atme nur ganz oberflächlich, vielleicht nur in der Brustebene, vielleicht höchstens noch bis zur Taillenebene, dann ist es einfach ein Zeichen dafür, dass ich gestresst bin. Das Strömen hilft uns dabei, den Atem tiefer fließen zu lassen. Je tiefer wir atmen, desto mehr kommen wir in die Gelassenheit, in dieses Lassen können. Es geht nicht darum, was können wir noch alles hinzufügen, sagt Mary, sondern was können wir alles weglassen? Wir sind immer nur der Beobachter des Atems. We are human being, not human doings, schreibt Mary im Selbsthilfebuch. Und jeder Atemzug ist absolut einmalig. Er wird nie wieder da sein, nie wieder kommen. Und in jedem Atemzug ist Veränderung möglich. Je tiefer wir atmen, ausatmen, desto mehr bewohnen wir unseren Körper. Desto mehr Lebendigkeit schicken wir in unsere Fingerspitzen und Fußspitzen. Wie lebendig bist du? Und wir halten Sicherheitsenergie Schloss 19
am Ellenbogen und Mary sagt: Autorität und Führerschaft. Vollkommenes Gleichgewicht. Verbindet im Körper die linke Seite mit der rechten Seite. Und das klingt doch nach dem Lied von unserem Vermittlerstrom. Unser Vermittler, der uns Bewegung und Lebendigkeit immer wieder schenkt, der uns in die Handlung führt und beide Körperseiten in Einklang bringt, in Kommunikation. Körperlich hilft uns die 19, den Rücken zu öffnen und öffnet unsere ganze Taillenebene. Genauso wie Energieschluss Nummer 1 helfen dem Verdauen. Dem Verdauen nicht nur von Nahrung, sondern auch dem Verdauen von allem, was wir in uns aufnehmen. Informationen, welche Bücher lese ich, welche Filme schaue ich mir an und auch mit welchen Menschen umgebe ich mich. Autorität und Führerschaft übernehmen. Nichts und niemand hat Macht über mich. Ganz bei mir ankommen. Wenn die 19 in Disharmonie ist, dann könnte es sein, dass ich vielleicht schüchtern bin, dass ich unsicher wirke, dass ich immer mich als Opfer fühle oder genau das Gegenteil. Dann gehe ich mit den Ellenbogen durch die Welt, um meins durchzusetzen. Macht ist dann ein ganz wichtiges Thema. Dann gehe ich wirklich über Leichen. Grenzen wahrnehmen, meine Grenzen wahrnehmen und die der anderen ist das Geschenk einer harmonischen 19. Selbstvertrauen entwickeln, natürliche Autorität, Anteilnahme. Im Lexikon habe ich nachgeguckt und da steht bei Autorität Charisma entwickeln. Das fand ich ganz schön. Richtig in mir mich zu Hause fühlen. Und das spüren die Menschen dann. Und das ist das, was Mary sagt. Zwinge niemandem deine Religion auf, sondern lebe so, dass die anderen sagen, hey, du. Was magst denn du eigentlich? Und wir wechseln die Seiten. Das heißt, wir halten jetzt die rechte 19 und die linke 1. Die 1 kam ins Universum mit der Bedeutung Urbeweger, die extreme Höhe und die extreme Tiefe miteinander verbinden. Im Menschen verbindet sie die Füße mit dem Kopf und den Kopf mit den Füßen, sodass der Kopf weiß, wo die Füße hingehen und die Füße wissen, wo der Kopf hin wollte. Alles entspringt aus der Eins und kehrt zur Eins zurück. In die aus der Einheit kommen wir, sind immer
mit der Einheit verbunden und werden wieder in die Einheit zurückkehren. Das üben wir auch bei jedem Atemzug. Mit jedem Ausatmen, mit jedem Einatmen. Die Eins bringt alles in Bewegung. Sie ist unser Urbeweger. Sie unterstützt alle unsere ersten Schritte, alle unsere Neuanfänge. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich stecke fest. Ob das körperlich ist, das heißt, etwas steckt mir im Hals oder ich habe großes Kopfweh. Mein Bauch fühlt sich so voll an. Immer dann, wenn ich Fortschritt brauche. Und manchmal ist alles ganz anders, als wir uns das so vorstellen. Und ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, meine allererste Einser-Geschichte im Jinjinjutsu. Es war so 2002 und es hatte sich eine Frau bei mir zur Strömkur angemeldet und am Telefon sagte sie schon, sie will das alles mit einem Urlaub verbinden und sie ist sehr erschöpft. Sie kann nicht mehr, ihre Mutter wurde pflegebedürftig und deshalb ist sie von der Stadt zu ihr ins Dorf gezogen. Und das ist jetzt alles ziemlich schwierig mit der Mutter und auch dort zu wohnen. Und außerdem läuft es bei ihr beruflich auch nicht gut. Sie ist Übersetzerin. Und hat jetzt überhaupt keine Aufträge und sie hat sich gedacht, sie muss jetzt Kraft tanken und kommt zu mir zur Strömkur. Wir haben den ersten Tag geströmt und sie hat noch beschrieben, dass sie Kopfschmerzen, Knieschmerzen und Verdauungsprobleme hat und dass das eben alles so neu ist. Und ich habe ganz viel mit der Eins gearbeitet. Der erste Tag war in Ordnung, der zweite Tag, da habe ich bei der zweiten Sitzung abends schon gemerkt, sie ist ziemlich unruhig. Am dritten Tag kam sie früh und hat gesagt, sie bricht diese Strömkur ab. Ihr geht es viel schlechter, als es ihr vorher ging. Sie ist total nervös, unruhig und das hat ihr überhaupt nichts gebracht. Und sie fährt jetzt sofort heim. Ja, das ist jetzt nicht gerade das, was sich ein Jinjinjutsu-Praktiker nach der ersten Strömkur so wünscht. Ein halbes Jahr später hat sie mich angerufen und hat gesagt, Martina, die Strömkur war das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin heimgefahren und war so wütend und das hat mir die notwendige Kraft gegeben. Ich habe meine Mutter ins Pflegeheim. Sie ist dort unglaublich glücklich, weil sie dort viele Leute um sich hat. Ich habe ihr Haus auf dem Dorf verkauft, bin zurückgezogen in die Stadt zu meinen Freunden und bin nicht mehr daheim gesessen und habe gewartet, bis jemand mich anruft, sondern ich bin von Verlag zu Verlag, habe gesagt, was ich kann und habe ein großes Übersetzungsprojekt bekommen. Diese Geschichte hat mir ganz, ganz viel Vertrauen in das Strömen überhaupt, aber auch in die Kraft der Eins geschenkt. Wir stellen uns manchmal vor, wie sein sollte. Und das ist das unglaublich Tolle am Jinjinjutsu.
dass man nie weiß, was rauskommt. Manches wird besser, manches wird scheinbar schlechter. Aber es kommt immer in Bewegung und oft können wir erst im Nachhinein sehen, was es doch eigentlich gebracht hat. Ja, Einssein bringt mich in meine Mitte. Wir öffnen mit diesem Griff oder mit dieser Sequenz unsere ganze Mitte, dass wir verstehen und verdauen können. Es ist ein zu mir kommen, ein mit mir Frieden schließen. Meine Rolle im Spiel des Lebens finden und dann auch übernehmen. Davon erzählt Energieschluss 19, dass ich wirklich meine Rolle übernehme, der Hauptdarsteller bin und nicht nur die Zweitbesetzung. Autorität und Führerschaft in mein ganzes Dasein bringen. Und ich habe euch ja ein Gedicht noch mitgebracht, das ich euch gern vorlesen möchte. Spätestens jetzt könnt ihr die Augen zumachen. Es ist was, wozu uns jetzt gerade die Natur drängt, beziehungsweise wir wirklich die Zeit haben, bewusst den Tag wahrzunehmen. Und ich wünsche euch viel Freude dabei. Jetzt brauche ich erstmal meine Brille. Ihr haltet einfach weiter 19 und 1. Leben lernen. Von der Sonne lernen zu wärmen. Von den Wolken lernen leicht zu schweben. Von dem Wind lernen Anstöße zu geben. Von den Vögeln lernen, Höhe zu gewinnen. Von den Bäumen lernen, standhaft zu sein. Von den Blumen das Leuchten lernen. Von den Steinen das Bleiben lernen. Von den Büschen im Frühling Erneuerung lernen. Von den Blättern im Herbst das Fallen lassen lernen. Vom Sturm die Leidenschaft lernen. Vom Regen lernen, sich zu verströmen. Von der Erde lernen, mütterlich zu sein. Vom Mond lernen, sich zu verändern. Von den Sternen lernen, einer von vielen zu sein. Von den Jahreszeiten lernen, dass das Leben immer von Neuem beginnt. Ja, das war mein erstes Webinar mit euch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es hat mir total Freude gemacht. Und ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht, eure Einsen und eure Neunzehnen richtig auszukosten, zu schauen, was in ihnen steckt. Es ist wichtig, sie zu strömen, am besten täglich. Dann erlebst du, was Mary damit meint, wenn sie sagt, sei dein eigenes Zeugnis. Danke an Anke und Thomas, alle, die mir Mut zugesprochen haben, alle, die mit mir gezittert haben. Und am Mittwoch werdet ihr ein Webinar mit Mona sehen. Vielen Dank. Tschüss. Liebe Martina? Ja? Kannst du noch ganz kurz sagen, von wem das Gedicht ist? Das wurde jetzt ein paar Mal gefragt. Ute Latendorf. Okay, super. Ja.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.